Es stand auf jeden Fall, da war halt so ein Leichendings dran, deswegen, naja. Ja, aber man kann es nicht hinstellen. Wir müssen zum Helikopter! Hier müsst ihr erstmal überleben. Was? Prioritäten hier. Jetzt können wir erstmal nachladen. So, erstmal Zeug wegschmeißen. Das nachladen, das hat auf jeden Fall ordentlich einen Rums. Oben sind noch Kisten und nicht welche da runterspringen. Mhm. So. Ah, oh, Kack-Munition, scheiße. Naja, unten waren ja auch noch Kisten auf dem Ding. Mhm. Dann werde ich auch gleich noch die Heilung in meinen Kästchen packen. Schmalerweise kombinieren wir das noch. So. Okay, ja, bin soweit. Ready. Steady, cool. Vielleicht ich dachte, dass man diese Szenen nicht überspringen kann. Das ist echt ganz schön eklig. Ich kann nur versuchen, den Ding zu hantieren. Ja, gerne. Das will ich dann wieder ein bisschen decken. Genau, da ist er in so einer Leiche drin. Ist ja klar, aber dann liegt das Ding halt drin. Wir müssen den Bisker runterholen. Auch solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Heli. Die Munition ist so gut, die ich hab halt. So, das ist eine. Mhm. Dann ist das kaputt. Genau, jetzt nimmt er das Ding. Und dann platsch. So, jetzt die andere Seite, ne? So, und dann liegt das Ding da rum und dann, ja, ist die Frage, was man damit machen soll. So, dann kann ich mal... Das soll nicht dein Ernst. Ein Blitzabnacken. Ein schöner Schock. Kann ich hier nicht irgendjemand mit aufbissen? Doch, ja, ich kann die aufspießen damit. Perfekt, sehr gut. Sehr gut, dann muss er sich den nur noch holen. Hoffentlich. Ah, okay. Oh, geht so. Vergesse ich den jetzt mehr? Wir müssen den immer erst ein bisschen damagen vorher. Achso, damit er sich überhaupt einen holt, ne? Ja. So? Das reicht, glaube ich, noch nicht. Wir müssen angucken. Ah, verdammt, jetzt waren seine Augen dran. Doch, jetzt. Nee. Ah, sieht gut aus. Jetzt ist zumindest der Ding getroffen. Aua, ich bin umgeboxt. Ich will hier irgendwie gerne mal wegrennen von dem Ding. Scheiße, die Augen, die Augen, die Augen. Eine Munition, danke. Was? Wo sind die da Augen? Die Augen! Ah, schön mit. Okay. Ja, seine Fliegenaugen. Ja, ja, die waren ja weg irgendwie. Genau, weil ich drauf geschossen habe. Yeah. Och nö. Ist schon wieder getrennt. Nee, oder? Ich bin zusammen hier geflogen, oder? Nee, doch nicht. Natürlich nicht. Naja. Doch, ich bin direkt hinter dir. Erwischt, Bastard! Alter Helena! Der Boden ist instabil! Nicht solche Ausdrücke, mein Mädel. Ey, schub mich nicht! Sorry! Gibt's hier nichts weiter? Nope. Ist ja lame. Und tschüss. Das ist keine Kisten mehr. Wir haben nur noch den Heli. Ach, na gut, dann Heli. Jetzt passt doch bestimmt an, die dürfen doch nicht mit dem Heli noch schießen. Hehehehe.
einen auf den Kopf. Immer. Ich verstehe auch die ganzen Tierformen nicht. Ja. Oh! Ein fucking Raketenwerfer. Na toll. Der rote Turm. Ha, ha, ha. Aus, als hätte da. Ach, na klar. Dam. Ist jetzt wirklich langsam mal tot? Vor allem stellte sein Tod das Umbrella-Zeichen dar. Natürlich. Na los, auf zum Hubschrauber. Ach ja, ihre Schwester gab's ja auch noch. Hä, die sind hier runtergefallen? Okay, soll ich mit dem Raketenwerfer? Damit. Ach Gott. So. Hey, ich wollte noch nachladen. Wofür? Ey, das ist Puderdose. Ein Taschenspiegel. Das, ja. Jetzt ist das meins. Es ist doch Puder mit drin. Es ist beides. Da ist auch mal ein Spiegel mit dabei. Ah ja, Verzeihung. Glaube ich. Ich habe sowas nicht immer in meiner Handtasche. Verzeihung. Beweise. Leon, das sind... Beweise für Simmons Schuld. Somit für ihre Unschuld. Und ihre. Unsere Unschuld. Nein. Shit, was? Ich war ja schon immer unschuldig. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Ja, wollten wir nicht fliehen? Roger, wir kommen zurück. Eigentlich. Bis später. Dann los. Dramatischer Blick zurück. Ach, Ada. Bams. Ach, du fliegst jetzt? Ja. Oh mein Gott. Na gut. Na gut, ich fliege ja eh immer nicht hoch, deswegen lassen wir es. Ja, exakt. Das hat man ja gemerkt vorhin. Ordentlich. Montisch, wie sie in den Nachthimmel fliegen. Wir haben es geschafft. Oh Gott sei Dank. Leon-Kampagne. Oh Mann. So ein paar Kacknoobs haben wir gespielt, ey. Ah, echt, ey. Ich musste mich vorher übelst zusammenreißen. Also für die Zuschauer natürlich in einem viel früheren Part. Als Chris so meinte, Leon, ich muss dir was sagen. Stille. Ich liebe dich. Was? Kam schon so rüber, ja, diese Atmosphäre haben wir auch schon ganz bestimmt, glaube ich. War genauso gewollt. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ob sich das gut bei Grüßen dran. Oh yay! Das wird doch lustig. Gucken, sehen wir ja, was der die ganze Zeit gemacht hat. Ja, genau, deswegen, also mal gucken, was die alle so. Wenn sich immer so wieder treffen, vielleicht treffen die anderen sich ja auch nochmal so zwischendurch, weil er musste ja dann noch Sherry und Jake. Ach ja. Ach, stimmt. Retten. Ja, Chris Redfield ist immer Retten. Oh Gott. Nein. Ja, kann man das nicht eigentlich überspringen? Das ist doch hier. Warte mal. Ja, Taste? Nee.
Kannst du das Spiel doch einfach zusammenschneiden, wenn du möchtest. Ach nee, ich muss jetzt die ganze Zeit in die Kamera gucken, bis es vorbei ist. Das fand ich bei mir schlimm bei Resident Evil 7. Oh Mann. Ja, aber schneid den einfach weg. Ja, ne, weißt du, da kommen jetzt die ganzen Japaner. Dann kommen die ganzen... 10 Stunden einmal später. Und die ganzen Deutschen, weil die haben das ja auch alles synchronisiert und dann nochmal shit gemacht. Das dauert halt. Franzosen und Spanier, obwohl wir damit jetzt gar nichts zu tun hatten. Genau. Und diese vielen Lippen zwischen den Namen. Oh. Könnte alles viel schneller sein. Ich könnte auch häufiger mal zwischen den Bildern wechseln. Sie können einfach irgendwelche coolen Cutscenes zeigen. Na gut, dann mach ich einfach einen Schnitt an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann. Bis dann. Oh nein! Deborah. Deborah. Nimmst du auf? Ja. Gut. Meine Rolle beim Angriff. Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon. Wenn Sie sie wiedersehen. Was? Was dann? Soll ich sie ordentlich pudern oder was? Du denkst nicht, woher weiß ich, dass ich sie mag? Oh, das merkt man dir gar nicht an, Junge. Ah, ja, dann... Danke nochmal fürs Zusehen. Errungenschaft, immer Ärger mit den Frauen. Passend. Gut. Ist dann wunderbar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.